Ja, hallo und willkommen zur 8. Folge der Let's Play-Serie. Ja, wir sind hier so irgendwo, naja, sag ich mal, die Welt ist am Ende des ersten Aktes. Ich bin inzwischen schon hier im nächsten Akt gelandet. Ja, nein, Prestige wollte ich nicht. Ich bin im frühen Mittelalter, die anderen aber nicht. Tja, mal sehen, kam ja eine Meldung, dass denn der Wechsel passiert, wenn 4 Nationen eben dieses frühe Mittelalter erreicht haben. Das stimmt auch nach meiner Erfahrung gar nicht. Ich habe schon häufig erlebt, dass es früher passierte, wenn nämlich nur 3 Nationen, also gut, ich habe jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Varianten gespielt, mit Kartengröße oder Anzahl der Zips. Vielleicht hängt das irgendwo auch daran, aber gut, es ist auf jeden Fall, glaube ich, in dieser Konstellation, die wir haben, eine Fehlmeldung oder sagen wir mal eine falsche Info. Wir werden es erleben, müssen wir mal sehen, wie das passiert, aber ich meine so oder so, ob es jetzt 3 oder 4 oder noch wie viele sind, es wird nicht mehr so lange dauern und das wird dann eben bedeuten, dass wahrscheinlich nach aktueller Lage der Dinge hier die Kelten aus dem Spiel geht werden. Boudica wird sich wohl verabschieden und das wird eben dazu führen, ja, das hat ja mehrere Effekte. Zum einen verschwinden die Städte, hinterlassen Haufen Ruinen, die man auch einsammeln kann. Das ist das eine, aber es ist nicht nur das, da bleiben halt auch ein paar Truppen übrig. Ja, quasi Barbaren, die dann hier so durch die Gegend mädern. Und auf beide Dinge sollte ich mich vorbereiten. Mich stört ehrlicherweise schon massiv, dass denn blöderweise gerade hier Tamar mit ihrem Speer rumrennt, weil die wird sich denn wahrscheinlich auch Dinge klauen. Hier, aber okay, das ist jetzt nicht das Allerschlimmste. Wesentlich ist aus meiner Sicht vor allem, ich würde dann ja hier in diesem Bereich siedeln. Müssen wir mal gucken, was so an Feldern übrig bleibt. Hier oben ist ja schon die nächste Stadt, die französische. Und die reicht auch relativ weit, ja. Muss man mal gucken. Also vielleicht gründe ich sogar hier an der gleichen Stelle, muss man mal sehen. Ich müsste also rechtzeitig vorher einen Siedler bauen. Also gut, ich meine, kann mir auch Zeit lassen, so ist es nicht, aber sonst kommt Frankreich noch an. Ich sollte die Zeit schon nutzen und insofern würde ich das mit dem Siedler einplanen. Ich sollte bis dahin nachher auch meine Legion, also die 4er, sage ich mal, Gruppe von meinen Rittern fertig haben, um eben dann hier die vermutlich auftauchenden Barbaren zu bekämpfen. Und ich sollte denn eben auch noch meine Späher, die im Moment hier unten rumrennen, da in der Nähe haben, um dann hier einzusammeln. Das sind so die 3 Dinge. Insofern kannst du mal gerne hier dich hier hoch auf den Weg machen. Und mal natürlich gucken, wie das funktionieren wird mit den, ja, wie gesagt, ich nenne es mal Barbaren, weil das ist mehr oder weniger so, irgendwelche sind keine Stämme, sondern die tauchen auf, sind halt irgendwie Gegner. Und das ist natürlich schwierig, auch den Siedler, der da rumrennt. Ich hoffe, hier meine eine Truppe, die ich denn haben werde, da, ich könnte theoretisch natürlich auch den Spiri, wobei der Spiri alleine mit 12 kann ich sicherlich vergessen, der wird da keine Chance haben. Das dürften so 20er oder 30er Truppen sein, die die Barbaren da losschicken. Na gut, wir müssen mal sehen, was da an der Stelle rauskommt. Ich habe da ehrlicherweise auch noch nicht so die ganz große Erfahrung, nur so ein klein wenig und hoffe, dass ich das alles einigermaßen vorbereitet kriege. Wir werden es erleben. Mal sehen, was an der Stelle denn noch wird. Jo. Und ansonsten kämpfen wir uns eben hier weiter durch die Technologien, durch die Akte. Und da kriege ich jetzt erstmal schon wieder den nächsten Religionssatz. Ja, meine Religion verbreitet sich echt gut. Was hast du denn hier alles so im Angebot? Ernteproduktion, Wohnung, das ist ja alles gar nicht so übel. Das ist aber schwierig, da sind ja mehrere Sachen. Also ich denke, den Wohnraum im Hauptort würde ich nicht nehmen. Das ist zwar nett für die Hauptstadt hier. Ups, ich mal mit dem Drehen hier, da muss ich mich auch noch dran gewöhnen, dass das hier ein kleines bisschen anders ist. Rechte Taste und bewegen, dreht hier. Und der macht einfach so. Gut, also Entschuldigung. Das ist zwar sicherlich nett, 2 Wohnraum hier im Hauptort, aber ist mir insgesamt für das Reich gesehen zu wenig. Die anderen beiden Dinge sind aber durchaus eine Überlegung wert und das ist aus meiner Sicht auch nicht so eindeutig. Ich meine, klar, am Ende die erste Wirkung der Sicherheit hier ist natürlich, dass die Streitkräfte gepusht werden oder eben auch nicht, je nachdem, wie stark denn da die Sicherheit ist. Jetzt frage ich mich gerade, wenn ich auf 40 bin, wieso zeigt der da unten an die 21 und 31? Das erscheint mir jetzt nicht wirklich logisch zu sein, aber gut, das ist egal.
Ich sag mal so, die Sicherheit hat in erster Näherung natürlich nur die Wirkung, dass Einheiten, die dort stationiert sind, das zählt ja auch im Nachhinein, also nicht nur in dem Moment, wo ich sie stationiere, kriegen sie die Stärke entsprechend der Stadtsicherheit, aber das passiert eben auch hinterher, wenn sich die Sicherheit ändert, werden sie halt stärker oder schwächer. Ansonsten ist es erstmal, ja gut, wenn natürlich dort gekämpft wird, spielt es eine Rolle, aber wofür es auf jeden Fall immer und ständig und in jeder Runde auch ohne Kampf eine Rolle spielt, ist halt die Lebensqualität. Und da gucke ich doch irgendwo immer drauf, um das möglichst hoch zu kriegen. Und klar, 5 bringt jetzt erstmal keinen Unterschied. Es ist jetzt blöd, dass er das da, was er, gut, in Glashu haben wir 80. Das ist aber auch der nächst kleinere Wert. Das ist wirklich schon ungewöhnlich, weil bei den anderen Werten haben wir eigentlich immer den aktuellen Wert und den nächst höheren. Gucke, Wissen, 41, nee, hier ist leider auch der nächst niedrige. Das ist ja wirklich seltsam. Da stehen 3 grüne Pfeile, fällt das gerade? Okay, wie ist das hier? 80, 90, also habe ich offensichtlich noch nicht immer geguckt. Also Zufriedenheit ist nämlich eigentlich wirklich, wenn ich geguckt habe, immer der nächst höhere Wert. Beim Wissen offensichtlich nicht. Hier ist auch mal seltsam. Na gut, ist am Ende auch vielleicht nicht das Allerwichtigste. Ich frag mich zwar, gucke, die roten Pfeile gehen total nach links. Ich weiß nicht, vielleicht ist das die Tendenz von der letzten Änderung oder so. Aber gut, worauf will ich hinaus? Ich hätte schon gerne hier alles auf 100, sagen wir mal so. Das wird wahrscheinlich kaum möglich sein. Kurzfristig schon sowieso nicht. Aber es hilft halt den Städten in diversen einzelnen Wertungen. Manches ist jetzt nicht so relevant. Wie gesagt, die Sicherheit spielt eigentlich nur für die Streitkräfte eine Rolle. Und wenn da gekämpft wird. Aber wenn das beides eben nicht passiert, dann trägt es eben doch zu einer höheren Lebensqualität bei. Das bringt mir mehr Prestige. Das bringt unterm Strich dann auch häufiger goldene Zeitalter. Guck mal, das ist gar nicht mehr so lang. Dann haben wir es schon wieder geschafft hier mit dem goldenen Zeitalter. Nee, also, ich meine, zunächst mal muss das natürlich ablaufen. 6 Runden noch. Und bis zum nächsten hilft das dann natürlich auch. Aber naja, es ist halt so eine Sache. Und ich meine, die Alternative hier mit der Ernteproduktion, das ist halt auch so eine Geschichte. 5 Ernteproduktion, das ist jetzt, ja, irgendwo habe ich mir das mal ausprobiert. Das Problem ist teilweise wirklich mit den ganzen Zahlen, das ist doch massiv. Das wirkt sich direkt hier auf die Erträge der Bauernhöfe aus. So hatte ich mir das schon mal ausprobiert. Und in der Summe, ja, es kommt schon ein bisschen was zusammen. Ich sag mal hier so in der Spielphase, wo es befindet, die 5, die dürfte in Vaset so etwa auch plus 5 für die Nahrung geben. Es wird auch ein klein wenig zum Wachstum beitragen aufgrund diverser Querrechnungen an der Stelle. Nahrung ist ja nicht gleich Wachstum, aber es spielt da natürlich trotzdem mit rein. Aber generell, ich denke, ich werde doch auf Ernte gehen, weil, wie gesagt, bin hin und her gerissen. Das merkt man sicher, weil im Prinzip finde ich all diese Wertungen schon ganz nett. Aber gerade Ernte ist halt, ach komm, wir machen das hier. Schon mehr Wachstum bei Nutt. So, dann habe ich das gerade hier in Base. Da wollte ich eigentlich auch noch mal was ändern. Der Kornspeicher hier, da brauche ich keinen Experten. Wir haben so viele von diesen, man das hier nicht, 48 von den Getreidelagern. Das ist albern. Mach den mal hier rein. Im Übrigen, nur so Info, es macht doch einen Unterschied, ob ich 2 von den Experten in Bauernhof setze, also den Bewässerten, oder 2x einen. Weil der erste hier, der bringt halt 150 Produktion und kostet eine Nahrung, aber ja, also wäre bei 32. Jetzt kriegen wir den dazu und den dazu, dann sind wir halt bei 37. Und wenn ich noch einen dazu packe, dann ist es halt hier noch eine Nahrung, aber hier ist es nur von 150 auf 250 und das fügt dann halt hier nicht ganz so viel dazu. Hier bin ich unterm Strich besser. Naja, Kleinkram. Aber immerhin. Es ist halt doch unterschiedlich, die je mehr man reintut. Und so weniger Nutzen haben die Einzelnen. Naja, mal sehen. So, dann haben wir... Ach, du bist rennst hier auch noch rum. Dann kannst du hier mal ein bisschen weiter aufräumen vielleicht. Und dann hatte ich doch hier... Handelsabkommen mit Kelten ist beendet, weil es keine gültige Verbindung gibt. Das ist halt auch Schwachsinn. Also ich meine, noch verbundener als hier kann man nur echt nicht sein. Ich meine, wir sind direkt nebeneinander. Ne? Ich meine, so ein Unsinn. Aber okay, gut. Was soll's. Wir haben ja gerade festgestellt, die Kelten verschwinden ohnehin bald.
Insofern ist es dann auch egal. Hier haben wir einen bewässerten Bauernhof fertig. Dann machen wir mal hier einen Flug noch mit rein. Wir können eine weitere Annehmlichkeit und ja, dann nehmen wir natürlich die Gewänder. Da kommen wir schön, wie grün das nach und nach alles wird. So muss es sein. So, jetzt brauchen wir hier aber dringend Wachstum hier. Oder Wachstum haben wir zu viel. Wir brauchen dringend Wohnungen. So, machen wir mal bitte eine Wohnung hier rein. Und die darfst du dann auch vielleicht ganz gerne mal direkt nach vorne. Ja, passt. Okay. So. Naja. So, und da ist die Alchemie fertig. Fein, fein, fein. Dann nehmen wir jetzt, ja. Naja, gut, reicht das Farbglas rüber. Ich würde schon gerne hier mal ein bisschen was freischalten. So, aber jetzt wollte ich ja auch mal hier, wie sieht das jetzt aus, nachdem die Kelten hier raus sind, Hammer, Tamar. Den Wein brauchen wir nicht mehr. Wir haben den einen Wein, den würde ich irgendwann gern denn in die Kneipe tun. Hier da, aber für mehr brauchen wir nicht. Leder kann ich noch ein bisschen brauchen. Vielleicht ein bisschen Pökelfleisch kann nicht schaden für die diversen Werkstätten. So, denn. So, wenn das Stadt untätig war, seit. Da hast du da ja das Bergwerk schon fertig? Bitte? Nee, wenn ich das mache, aber mal hier rein. Also, ein Bergwerk bitte. Das ist hier auch Kupfer. Das ist gar nicht schlecht. Das können wir sicher an verschiedenen Stellen nutzen, das Kupfer. So, und dann können wir hier, glaube ich, auch noch mal wieder ein paar Dinge upgraden. Wir haben ja inzwischen den Chemiker. Rogerie kriegt Upgrade. Und dann haben wir inzwischen, glaube ich, genügend Papier, dass wir eine Bibliothek bauen können. Wunderbar. Und dann müsste irgendwo hier Keramik haben wir inzwischen wirklich auch mehr als reichlich. Da gehe ich mal auf Zement jetzt hierher. Das auch dauerhaft machen wird. Das brauchen wir einiges von für die diversen Festungen und solche Kram. Also das kann nicht schaden, wenn wir da mal einen kleinen Bestand zu anlegen. So, dann Tedu. Was war denn da hier? Na gut, gehen wir mal hier unten rein. Das ist auch eine ganz hübsche Zone. Wir haben auch noch einen Experten. Und den kann man mal auf den Metzger setzen. Ein bisschen mehr Bügelfleisch, ja, why not. Und inzwischen sollte doch hier auch eine Kerze verfügbar sein. Wunderbar, haben wir das auch. Das ist erstmal nur der dritte. Das ist ein bisschen knapp. Wir brauchen vier. Ja, Atome, ja. Na, kannst das vermögen. Ja, geht in Ordnung. Tja, die rennen hier irgendwo noch zwischendrum, haben sich noch nicht angeschlossen, obwohl sie ja direkt daneben hocken. Ist irgendwie auch ein wenig strange. Aber gut. Sollen sie machen. Und wir haben noch eine falsche. Ach, der Flori mit seinen Blumen. Ja, okay. Nimm hin die Blümchen. Du bist, glaube ich, auch so ein Kandidat für Tschüss. Ja. Na dann. So. Denn. Da muss ich schon wieder hören. Die Kirche macht wieder Lärm. so, also, ja. Das war halt der Flori. Was haben wir hier? Da ist die Akademie fertig in Daimar. Was gut. Etwas mehr Forschung kann nicht schaden. Und wir haben den Aktübergang in 6 Runden. Du könntest bald genug Prestige haben, um zu überleben. Ich würde sagen, ich könnte vielleicht. Das ist ja wieder mal. Also, na gut, der Text. Es könnte knapp werden, ne, dass ich das hier nicht überlebe. Also, es ist ja wirklich. Ich lache mich kaputt. Tja, wie sieht es denn aus hier mit den, zeig mal, Tech-Ära? Wir sind doch erst zu dritt, wer ist denn der vierte? Aber okay, wie ich habe es ja am Anfang gesagt. Ich würde fast vermuten, dass kein vierter weiter auftaucht. Und das widerspricht natürlich der Meldung, die mal kam, dass es 4 sein müssen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie es zusammenhängt. Vielleicht ist die 4 für 16 gedacht. Aber gut, dann sollte er hier nicht schreiben, dass es 3 sind, ne? Na gut, also Tamar und Sejong sind auch an der Stelle mit im frühen Mittelalter. So weit, so gut.
Und die zwei gehen da hoch. Stellt sich wirklich die Frage, ob ich den Speri nicht dann noch nach Hause schaffe. Also nach Hause hier rüber. Vielleicht kann ich ja doch irgendwo ein bisschen was helfen. Wenn denn da die rumrennen. Na, ich glaube, ich mach das mal. Komm mal her. Geh mal nach Cornachta. Kann nicht schaden. Wer weiß, wofür es gut ist. So, wollte ich mal hier auch noch mal schauen, wie ist das, habe ich doch mir gedacht. Ja, wir brauchen hier die nächste Wohnung. Na, dann komm mal her. Da geht die rein. Ich würde sagen, die machen wir nach dem Monument. Dann kaufen wir das mal, ja. Wir sollten eigentlich auch noch Bäcker mal wieder ein paar mehr. Wie viel haben wir? Immerhin zwei Stück. Ich glaube, in DM ist auch einer am Bau. Machen wir hier auch noch einen rein, ja. Okay. DM. Hier machen wir dann mal noch Keramik. Wir haben bisher nur einen Keramik, ne? Den in Vaset, ja. Den nimmst du da mal rein. Das kaufen, ne, das ist vielleicht hier gerade nicht so die Idee. In Cornach, wenn er jetzt schon sagt, dass es nur noch 6 Runden sind, also den Ritter kaufen wir mal. Und der bitte einen Siedler. Wo ist er denn? Ja, komm her. So. Den machen wir mal nach dem Ritter. Die doch, der steht sowieso schon. Ja, okay. Na gut, ist ja gar nicht schlecht. Wir sagen, es ist hinzugefügt. Dann haben wir ja jetzt unsere 4. Tja, ist leider nichts. Quadrat. Landnahkampf, Kavallerie, Projektil. Ja, da habe ich jetzt mal drauf verzichtet. Wir haben einfach keine vernünftigen Projektileinheiten. Und dann haben die Ritter halt keine 10% Bonus und der Rest, der trifft ja. Das ist auch alles nicht. Aber wie gesagt, die sind von Haus aus so stark. Da brauchen wir das nicht unbedingt. Wir werden die in Glaschu stationieren. Da haben wir die höchste Sicherheit. Weil da ist ja Stonehenge mal gebaut worden. So, wir haben 5 Runden noch, sagst du. Okay. Da ist das Bergwerk in Vaset fertig. Schön. Gibt ordentlich Kupfer. So muss das sein. Religiöser Vers verfügbar. Schon wieder. Wir haben doch gerade eben. Was hast du denn diesmal für uns? Zufriedenheit im Hauptordner, das fällt aus. Also den oder den. Religionsverbreitungsstärke 5%. Steht Wissenschaft gewähren einen Forschung. Naja, so viel haben wir noch nicht. Ne? Wir haben ein paar Akademien oder 2 oder Bibliothek ist glaube ich auch. Da wird schon ein bisschen was kommen, aber andererseits wären wir am Ende vielleicht im Moment bei 3 Forschungen landen. Das wird mehr werden, weil wir werden sicherlich mehr von den Wissenschaftsverbesserungen kriegen. Aber am Ende, weiß ich nicht, 10, 12, naja, wobei so 2 pro Stadt wird vielleicht schon werden. Ne? Dann wird es schon noch ein bisschen mehr. Andererseits, was wir irgendwann mal haben, ist so relevant vielleicht auch nicht, weil die Werte werden ja alle noch viel größer. Ich sag mal, wenn ich im Moment dadurch so 10, 12 Forschungen mehr hätte, dann wäre das schon ganz schön. Aber diese 10, 12 Forschungen, ich sag mal so in 100 Runden, sind wahrscheinlich denn nicht mehr ganz so toll. Das ist ja nicht prozentual, das ist extra. Irgendwie bin ich doch gerade hier eher auf der Religionsverbreitungsstärke, wobei 5% ist jetzt so gigantisch auch nicht, aber eins kommt zum anderen. Ne? Aber vielleicht nehmen wir ja doch die Forschung. Wenn ich sehe, was wir hier so alles über die Religion kriegen, das sind schon teilweise nette Dinge. Abbrechen, aber es sind halt auch teilweise Sachen dazwischen hier, so die 10 Zufriedenheit. Ach, naja. Die Produktion. Handel, Verbesserung, Liefern plus 1 Vermögen pro Zug. Naja, da ist das mit den Wissenschaft fast. Ach, pass auf, wir machen die Wissenschaft. Forschung, dann kommen wir schneller durch. Was soll's? Ja, mach so. Okay, gut. So, was hast du hier für eine lange Liste? Das Bergwerk haben wir schon. Das Monument, das war, glaube ich, hier in Glaschu. Da ist nichts zu tun.
Hier haben wir noch eine Wohnung. Da haben wir Möbel und Körbe. So. Und irgendwo, du machst hier. Ach, du bist an dem Siedler jetzt zwar nahe, das ist gar nicht übel. Aber jetzt habe ich das vorhin da gerade gesehen. Ich wollte noch mal noch einen Gerber oder was heißt noch einen? Ich weiß gar nicht, hatten wir schon überhaupt einen? Bis jetzt nehme ich noch nicht. Ein bisschen mehr Leder kann nicht verkehrt sein. So, das ist der große Leuchtturm, irrelevant. Spanien. Die machen sich da alle wieder ein. Ne? Okay. Dann zieht los. Anspruch erzeugt. Jetzt haben wir endlich hier. Das wird hier unsere erste Nahrungszone, ja. Alles klar, gut. Du bist auch bereit hier. 70, aber der ist ja noch gar nicht voll geheilt. Stadtrang erhöht in Didu. Da machen wir mal Kräuterarznei. Das passt hier sehr gut. Schon. Na gut, holen wir uns den Hof hier. Experten hast du auch noch für uns. Steingrube. Oh, den können wir vielleicht auch mal upgraden. So, okay. Jetzt gehen wir mal der Reihe. Achso, den habe ich gerade. Da ist nichts durchzugehen. Wohnung. Ja, den schon. Den Hof können wir auch alles nachreden. Naja, ja. Na gut, okay. Denn noch ein Stadtrang erhöht. Naja, das ist jetzt noch nicht viel. Okay, na dann. Hallo Xerxes. Da hast du dir was Schönes ausgedacht. Verteidige alle deine Städte gegen eine Invasion. Du bist der Angreifer, ich bin der Verteidiger. Hey, naja, gut, das musste ja irgendwann so kommen. Aber ich muss sagen, ich mache mir eigentlich dann nicht so viel Gedanken. Der ist so weit weg. Warte, was haben wir? Oh, der hat schon 32, 14 Kriegsmüdigkeit. Oh, aber 9 Streitkräfte. Wie viele gewonnene Schlachten hat er denn? Keine Ahnung. Ich sehe es nicht. Vielleicht ist das sogar eine Null und es geht dann nicht allgemein um alle, die er jemals gewonnen hat, sondern mit mir. Hm? Naja, mal sehen. Gorgi hat begonnen, der Koloss von Rhodos. Ja, das kannst du gerne machen. Heute Arznei, das ist, ja, gucken wir gleich hin. Nee, halt hier wollte ich ja eigentlich. Da ist ein Hof in Didu, den haben wir ja gerade gekauft. Dann bitte einen Flug, ja. Und ach, einen Anspruch haben wir hier auch noch. Was wartet denn jetzt wieder? Na gut, da holen wir den hier mal noch. Dünn. Wir haben auch schon wieder noch einen Experten. Auch ein Tierexperten. Ein Wasserbrunnen, ja. Nehmen wir den da. Trogerie. Du brauchst auch ein Upgrade. Ich noch einen für mehr Gewürze. Zunehmend auch in Nutzung sind, ja. Alles klar. So, das war hier der Hof und da ist noch eine Wohnung. Oh, wir haben keine Möbel mehr. Wir haben keine, warte, haben wir Kerze, eine Kerze haben wir noch. Das ist natürlich gut so. Grenzabkommen aktualisiert, ach was. Ja, leider die Grenzen für mich geschlossen. Ach was, wer hätte das gedacht? Die Konsulin kommt mit einer Bitte ihres mächtigen Anführers. Drei Gläser. Isabella. Na, hier kannst du haben, Isabella, was soll's. Na, wenn du da glücklich bist. So, warte mal, wer war denn das? Ich glaube, in Didu, die Werkstatt, die hier so Multi-Use alles Mögliche baut. Da ist ja Flüge, genau, ein Flug. Gut, dann mach mal bitte hinterher 5 Möbel wieder. Der Rest sieht ja gar nicht so übel aus. Boah, wir haben hier einen Haufen. Fast einen der Metallwerkzeuge noch auf Rad, ja. War, glaube ich, in der Hauptstadt. Ja, du hast noch... Oh, warte mal, du bist... Er ist angeschlossen hier. Ha. Dann bitte einen bewässerten Bauernhof, den werde ich sicher gleich kaufen. Und einen Kornspeicher. Und dann geht die Wohnung natürlich nach hinten. Ja. Und so, eigentlich wollte ich hier durch.
Er wird auf jeden Fall irgendwo in der Werkstatt die Werkzeuge gebaut. Da, Werkstatt. 41, wir haben wirklich sehr viel davon. Machen wir mal 10 von den Rädern. Mit Materialien, ja. Teilbaren. Aber wobei, wir haben eigentlich genug von den Dingern, ja, spart eine Runde, denn mach, das sind 20 Runden und 20 Metallbauer, naja, da geht einiges weg, aber was soll's. So, nochmal gucken, also die Bergwerke hatten doch hier Räder oder so, hm? Rogerie, auch Rad gibt, glaube ich, 50%, ja, und Zahnrad aber 100, oder? Ja, okay, also müssen wir da mit denen rein. Werkstatt, Seil ist das gleiche, ne? 50 und Zahnrad 100. Wir brauchen viel mehr Zahnräder. Okay. Und jetzt noch ein Zahnrad hatte ich irgendwo noch. Keramikladen, kannst du auch Zahnrad, ja, dann ist die Hauptstadt mal durch. Hier geht nichts. Okay. Mühle, Seil hat auch nur den. Bergwerk hat heute auch Zahnrad, ja, ja. Naja, wir brauchen halt viel mehr Zahnräder. Okay. Aber ist ja keine Neuigkeit, das wusste ich ja im Computer. So weit sind wir denn doch noch nicht. Ja, schön. Ach, uns fehlt Nahrung und gar nicht der Wohnraum. Okay, okay, okay. Na gut, aber dann ist ja richtig, dass ich hier auf dem Hof bin. Überserter Bauernhof. Teuer soll das sein. Gut, mach halt. So, aber weißt du was? Moment, muss ich mal gucken. Ob wir da nicht noch was upgraden. Das dürfte der hier sein, den wir gerade upgraden. Oh ne, der ist ja schon. Oh, ich erzähle ihm so. Wir brauchen hier mehr Nahrung, ja. Da wäre auch noch eine. Das ist aber mehr Gold, was per se auch nicht schlimm ist. Mal brauchen. Und zeig mal gerade, haben wir noch irgendwo dünn? Das ist eher, da ist keine Nahrung. Und hier die Zone ist schon Nahrungszone. Okay, das wäre auch, tja, wir müssten uns irgendeine noch mal holen, vielleicht denn die hier und dann da noch mal Nahrung bauen oder die hier. Ja, na gut, okay. Dann schauen wir mal. Also, untätig, das bist du hier. Das ist der Speer. Na gut, der ist immerhin schon rangelaufen und du bist hier. Oh, Tamar, also, die, als ob die da auch steht und wartet. Also, es gibt ja alles gar nicht. Aber ich meine, also wenn das wirklich so sein sollte, dann muss ich ja fast sagen, das ist ja, wäre ja genial vom Spiel, dass er das schafft, das so auszunutzen. Aber ich glaube im Moment doch eher noch ein Zufall. Na gut, wir werden sehen. Die Kelten und na gut, warte mal mit den Kelten, da war doch auch irgendwas weggebrochen, ne? Hat es ja genau, wir haben hier noch einen frei. Was nehme ich denn da? Gut, Seil haben wir gesehen, ist albern. Ich könnte Münzen ein paar. Wie sieht es eigentlich bei Rädern? 13, das ist eigentlich auch gar nicht übel. Da brauche ich das Problem ist halt hier, die Dinger, das ist halt 18. Wahnsinn, irgendwie. Als ob, da würde ich fast sagen, so ein Rechenfehler, weil kann eigentlich nicht sein. Ich meine, das ist so um die Ecke hier. Vor allen Dingen von Nutzen ist eigentlich kaum ein Unterschied. Gewänder und hier die Gourmet-Gerichte, die sind beide sehr stark. Und ich meine, der steht bei 6 und der bei 20. Da würde ich wirklich denken, da haben sie irgendwas falsch gerechnet. Na gut, also was nehmen wir denn da jetzt noch? Das ist ja vielleicht sogar die hier. Die hatte ich ja da gerade für die Zahnräder mit reingeworfen, oder? Das ist auch 5 Runden. Ja, okay, wir machen das mal so. Ja. So, und wir haben das Farbglas. Schaltet folgende Ressourcen frei. Müssen wir mal gucken. Ach so, den Abbau von Ressourcen. Naja. So, und jetzt gibt es noch die Bautechnik. Einen brauche ich sowieso noch. Und Bautechnik an der Stelle ist schon gut. Ist schon neutral zu freundlich. Aber ich hatte ja da Glas geschenkt. Ja.
Wir haben hier einen bewässerten Bauernhof, der bekommt einen Flug. Nein. Und bei Glaschu ist irgendwie immer noch nicht viel besser geworden. Wir haben hier noch einen Hof. Das ist der. Ach, guck mal, Mangan, hier gibt es sogar. Irgendwo habe ich sogar was. Ach, guck an. Das ist sogar schon freigeschaltet. Aber Farlach, da war mal hier so ein Stamm gewesen. Naja, pass auf, wer weiß, wofür es gut ist. Gib mir mal ein Bergwerk hier. Kann man ja mal brauchen. Nahrungsseitig ist das hier alles echt dürftig. Wenn ich mir das gerade angucke, hier mit Sägewerk könnte man da schon noch ganz gut reinmachen. Da ist Seide, da ist der. Prozent, ja, das machen wir mal. Okay. So, das war der Teil. Einheiten untätig. Na, wo ist denn der zweite? Der kommt da unten. Okay. Da ist Stammeskrieger hier aus. Keine Ahnung woher. So, du stehst da und wartest. Wirklich die ganze Zeit eiert hier rum. Da ist nichts zu holen, außer dass er da rumsteht und wartet, dass hier wirklich Monika verschwindet. Also, dass das funktioniert hier und kein Zufall ist, das wäre ja wirklich krass. Aktübergang, ja, wir haben in Akt 1 endet in diesem Zug, okay? Und du hast einen Vorschlag, du willst mit mir forschen, aber gerne, Isabella. Ja, ist gut, ich freue mich auch. Ist gut, alles klar. Deine Sache. Hast du ja ordentlich überlegt. So, dann wollen wir mal sehen, was jetzt hier noch. Was hast du hier noch im Angebot? Ach, das war ja wieder klar. Boah, das ist. Ich glaube, fast in jedem Spiel. Oh, ich würde sagen, ich würde sogar sagen, in jedem Spiel. So wie ich die erste Kriegserklärung irgendwann gekriegt habe, kommt direkt danach dieses Ereignis. Der General, der nach ihrem Tod von Trauer überwältigt. Und irgendwo muss ich mich halt entscheiden zwischen Sicherheit, Streitkraftstärke und Zufriedenheit. Und irgendeins hat einen Malus und ein zweites hat einen Bonus. Mal überlegen. Also ich meine die Zufriedenheit, ich glaube da geht es um Glaschu, naja klar die Frontstadt in der Richtung. Ich würde aber sagen die Stadt Sicherheit runter, nee das will ich nicht. Wie gesagt, das wirkt sich ja auch auf hier meine schon vorhandenen Einheiten aus, fände ich total doof. Das lassen wir mal bleiben. Wenn ich den Hieb in der Zufriedenheit nehme, dann kriegen meine Streitkräfte Stärke dazu. Allerdings die Ritter, die sind ja irgendwie auf 29 Basis, da kommen noch diverse Sachen dazu und ab, aber das sind so kleine Plus-Minus-Boni, aber es bleibt ja etwa die gleiche Größenordnung und plus 1 an der Stelle, da nehme ich keinen Minus-Zufriedenheit in Kauf und ich denke, ich werde das letzte nehmen. Ja, die werden etwas schwächer, aber die zusätzliche Stadtsicherheit sollte sie wieder stärker machen. Und unterm Strich vermutlich sogar stärker als das plus minus 1. Ich bin allerdings nicht sicher, wie die Sicherheit da eingeht. Aber ich sag mal so, am Ende dürfte das auf plus minus 0 rauslaufen. Und die erste Variante macht die Streitkräfte definitiv schwächer. Und die macht sie zwar etwas stärker, aber dafür kriegt die Stadt eine miese Zufriedenheit. Das will ich auch nicht. Nee, tut mir leid, Herr General. So, das weiß nicht, das müsste sich direkt auswirken, oder? Ihnen zu Ehre, ja, das waren die plus 15. Jetzt bin ich ja bei 95. Und ja, hier 183, da waren wir gerade etwas tiefer. Kann man das hier nicht vielleicht auch sehen? Oh ja, doch, hier. Minus 1 Stärke, ja. Offenes Gelände, 33, Geschwindigkeit, Streitkraftstärke. Und irgendwie die Frage ist, wo geht denn jetzt hier die... Ach so, ich glaube hier die 33 kann da, warte, wir kriegen das schon raus. 50%, nee, wir sind bei 33% Stärke. Hier, die 33, die haben wir gerade gesehen. Wenn ich jetzt noch irgendwo plus 5 kriege, dann haben wir sogar noch mehr. Naja gut, also ja, natürlich kriege das so nach und nach auch erst alles aus. Interessant, wie das mit der ganzen Rechnung ist. Aber okay, ich glaube, das habe ich dann zumindest mal an der Stelle ganz ordentlich gemacht. So, dann wollen wir mal sehen, was jetzt hier passiert.
Wie weit ist denn hier eigentlich mein Siedler? Eine Runde, der ist sowieso fertig. Naja, gut. Durchlaufen kann ich sowieso nicht direkt. Das wird nicht gehen. All dieweil. Du musst warten, weil hier tauchen sowieso Feinde auf, die ich mich erstmal kümmern muss. Im zweiten Akt. Unsere grenzenlose Frömmigkeit hat uns Rang 1 beschert. Ja, weil unsere grenzenlose Frömmigkeit, Naja, also ja, ich habe die größte Religionsmacht, das ist schon so. Im Gegensatz zum Militär, wo ich wahrscheinlich eine arme Suppe bin. Ja, und die vier sind rausgefallen. Einen habe ich gar nicht kennengelernt. Der war so schwach, dass ich ihn gar nicht gefunden habe. Er hat sich irgendwo im Loch versteckt. Ram ist ja schon lange weg. Der ist, glaube ich, von Zaxis besiegt worden. Wollen wir mal hoffen, dass Zaxis mich nicht auch noch besiegt. Aber soweit sieht das ja erstmal ganz ordentlich aus. So, dann können wir ja auch noch mal gucken, welche Nation hat überlebt. Ja, meine, irgendwie mal sehen, was da noch kommt. Bisher ist ja doch eher ein bisschen lieblos. So, naja. So, Sanherib ist auf 3. Dann ist der wohl auch hier in unserer Ära gelandet. Hm? Nö. Der ist noch Antike. Aber genau, was ich sage, also eigentlich sollte das Umschalten kommen bei 4 Nationen und es ist aber nicht so. Naja, gut, okay. Was soll's. Ich bin auf jeden Fall immer triumphierend. Unser Volk unter dem strahlenden Himmel von Amarna ist zu einem Schmelztiegel von Gelehrten, Künstlern und Kriegern geworden. Unser Verstand und unsere Weisheit haben nicht nur unseren Bürgern zu Reichtum verholfen, sondern auch Ägypten zu einem Nexus geformt. Na gut, das ist nochmal ein hübsches Sprüchlein, so mehr oder weniger wie beim Start zum ersten Akt oder zum Spiel. Der Erkundung und des Austauschs unseren strategischen Scharfsinn einsetzen, um Ägypten zu einem weltbestimmenden Imperium zu machen. Ja, das werden wir machen. Wir werden ein weltbestimmendes Imperium aus Ägypten machen. So sieht das aus. So, und macht denn der hier unten? Das ist natürlich wieder Käse. Ich meine, da war doch gar kein Land von denen. Tja, was willst du machen? Und da ist der Tamar. Nee, das ist ja meiner. Okay. Wo ist der von Tamar, der Speer? Ich sehe ihn nicht mehr. Da unten. Ah, okay. Gut, dann kannst du erstmal hier Ruinenlager. Das war ja die Idee. Aber wir müssen uns... Oh, guck mal, das ist ein Neuner nur. Wenn mein Spiri nicht kaputt wäre. Dann könnte er sogar... Pass auf, wir machen mal... Darfst dich mal hier eine Runde heilen. Ja, dann ist er auf 100. Der Speer sollte sich mit dem natürlich nicht anlegen. Und der Siedler auch nicht. Die Frage ist, kann ich irgendwie hier außen rum gucken? Gehen wir das mal an. Mal den erstmal weg oder den. Vielleicht gehe ich sogar hier runter. Na, wobei, am Ende ist auch egal. Wenn ich mich hier irgendwie ein bisschen einigle, das eigentlich müsste das der Spiri sogar hinkriegen. Wobei 5 bin ich, wenn ich hochgeheilt bin, ich sie. Vielleicht läuft hier die Stadt ja auch. Pass auf, wir machen das. Wir holen uns erstmal den hier und dann müssen wir halt mal gucken, wie das ist. Das ist irgendwie ein bisschen ungünstig. Das ist natürlich hier das System auch des gleichzeitigen Ziehens. Wenn man da irgendeine Einheit verfolgt oder kämpfen will, finde ich das sehr, sehr unhandlich, weil ich sag mal so, das Normale wäre, die sind in 2 Zonen nebeneinander und jeder rennt in die Zone vom anderen und am Ende stehen sie wieder da und es gab keinen Kampf. Das ist so mein erster Gedanke, als ich das erste Mal das mit dem gleichzeitigen Ziehen gehört habe. Es passiert aber meistens nicht. Das ist erstaunlich. Weiß nicht, woran das liegt. Aber gut, schauen wir mal der Reihe nach. Wir haben hier nochmal wieder einen Hof fertig. Ich meine, ist ja ganz schön, dass das hier zum einen mit Zaxis passiert ist und auch hier, dass da jetzt die Feinde rumrennen. Da haben wir nochmal ein bisschen was zu tun. Das ist ja per se erstmal nichts Schlechtes. So, Daimaras hat den Keramikladen fertig. Wir kriegen Metallwerkzeuge und gehen hier auf Beton. Und Materialien und ja, mehr können wir hier im Moment nicht machen. Ja, 8 Beton haben wir schon. Das ist ja gar nicht so übel. So, was mache ich denn jetzt hier? Pass auf.
Wie sieht denn das hier aus? Wohnraum, Hammer. Wir haben auch eigentlich ordentliche Nahrung. Lass mal gerade gucken wegen Upgrades. Hier wäre ein Hof zum Upgrade. Ja, machen wir den mal. Das ist auch einer von der Nahrungszone. Das kann nicht verkehrt sein. Wir haben hier auch noch eine Steingrube, wo wir das abbauen und das Sägewerk. Waren hier unsere Toge Betas, der Keramikladen, der kriegt ein Zahnrad gut. Und hier war keine Togerie. Ah. Naja, muss ja nicht hier haben. Geht in Ordnung. Dann macht ihr erstmal eure Upgrades. Das passt. Vielleicht baue ich noch eine Akademie denn hin oder so. Aber gut, eins nach dem anderen. Die Gärgrube, die macht Sirup und mit Sirup mit Getreide. Da können wir sonst nichts reintun. Und Frankreich und die Kelten, na gut, die Kriege sind zu Ende. Wenn der Gegner nicht mehr da ist, ist es schwierig zu kämpfen. Das ist einsehbar. So, das ist mein Siedler. Das ist wieder genau, was ich meinte. Ich gehe auf das Feld und der haut ab. Ach, das nervt doch. Und da kommt Tamar an mit ihrem Siedler. Ich glaube, das alles nicht. Du solltest eigentlich hier heilen. Wie ist der Zug? Ach, das ist hier noch gar nicht passiert. Komm mal. Oh, jetzt haben wir aber hier einen Kampf vom Zaun gebrochen. Und die gehen beide bei Tamar hin. Das ist ja witzig. Ich finde es einigermaßen witzig. So, du kannst dich mal versuchen, hier oben lang zu schummeln. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Und mein Speer desgleichen. Dahin. Okay, so, ihr könnt hier kämpfen. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, er ist jetzt hochgeheilt. Dann wollen wir uns da mal auch langsam ranpirschen. Okay, Vaset ist soweit. Achso, ich muss mal erstmal hier die Sachen abhandeln hier. Aber da komme ich sowieso ja dann auf die wichtigen Dinge. Große Gewinne. Bibliothek in Vaset. Wir haben noch keine Bücher fertig. Nee, wir, dann bauen wir aber Bücher aus Papier und aus Leder und aus Farbstoff. Ein bisschen Leder, ja, das war ja die Sache mit dem Gerber. Werkstatt hier kriegt auch ein Zahnrad. Habe ich gerade noch Zahnrad? Ich habe noch ein Zahnrad übrig. Mhm. Das ist die zweite Werkstatt. Das ist hier auch so. Na, das ist ja gar nicht so üblich. Ja, denn hier den Hof. Ja. Was hast du denn noch so alles für mich? Hm. So, ich würde vielleicht mal noch. Ach so, wir haben keine. Wenn ich hier meine, die Sicherheit sehe, ist jetzt nicht das Allerwichtigste, aber könnte ja auch mal einer auf die Idee kommen, hier Tamar oder Isabella, die da in diese Richtung, also hier da oben, anfangen, wird mal hier eine Festung einbauen. Da sollte die hin. 25 Stadtsicherheit. Kann nicht verkehrt sein. So, hier ist ein gut fertiger. Achso, da ist die nächste Bäckerei fertig. Sehr gut. Brot. Brot aus Getreide. Was haben wir im Moment? Wir haben Produktion pro Zug 3. Nee, dann machen wir das anders. Dann machen wir hier die konservierten Lebensmittel für ein Wachstum und Nahrung auch sehr schön. Dann nehmen wir Reiskörner und Salz, die haben wir lang hin. Jetzt könnte ich hier Brot, aber ich kann auch einfach Nahrung und MR10 Nahrung, das geht in Ordnung. Aber ein alle sechs Runden ist jetzt irgendwie auch extrem dürftig. Aber na gut, was soll's, ist halt mal wie es ist. Vielleicht kriegen wir da noch einen Experten mal rein oder so. So, das war Bibliothek, Bäckerei haben wir auch, die sind auch abgehandelt. Okay, wollen wir mal gucken. Also du hier, du hast da was, ist das das, was du da gefunden hast? Steinwerkzeuge, Metallbauen, zwei Seile. Naja, wobei Metallbauen und Seile ist jetzt nicht so trivial. Gut, dann kannst du mal hier hin und sammeln. Mal gespannt, was die hier machen, wie ich mit denen hier vorbeikomme. Da müssen wir ein bisschen drum rumlavieren.
So, das war der. Und jetzt stellt sich wirklich die Frage, ob ich hier irgendwas davon noch nehmen werde. Also, nee, die Armbrüste, die nehmen wir nicht. Das ist mir zu schwach hier. Was hast du hier? Der Halbmond ist für jede Militäreinheit 4 Slots. Nee, wir haben schon Legionen, braucht man nicht. Und euch finde ich zu schwach. Fällt aus. Guck mal hier nochmal. Friedhof, das ist reine Zufriedenheit. Und Obakel, ja, das ist alles nichts. Religionsverbreitungsstärke als Annehmlichkeit. Das ist ja witzig, was alles gibt. Aber machen wir nicht. Nee. Kloster. Nee, aber das hatten wir schon. Ach, das ist alles nichts. Da braucht man nicht. Und dekorative Kunst bin ich allerdings schon hier mit dem Künstleratelier. Ja, Zufriedenheit und Wohlstand, da braucht man nicht. Aber immerhin kann Statue oder textile Meisterwerke erstellen. Und das ist natürlich wieder, das ist ein schöner Slot, wo man Dinge reintun kann. Ich muss zwar sagen, hier die Gemälde und so, das kannst du eigentlich alles vergessen und Marmor auch, aber die Künstlerateliers, Text, aber gut, da finden wir auch andere Sachen, wo man noch was reintun kann. Nee, das ist egal. Und Steigbügel, naja, die Lakaien finde ich schon wirklich stark, aber ich denke, auch da finden wir Alternativen. Nee, wir gehen direkt ins nächste Zeitalter. So, Abkommen vorschlagen. Du willst wieder mit uns handeln? Das können wir gerne machen, Seeung. Bäckerei. Und dann hier ist noch einer untätig. Ach, die Droge Wien. Die geht sowieso auf Upgrade in Glashu. Ist ja klar. Und tja, Seife kann man nur auch so. Das brauchen wir auch. Nee, das ist Blödsinn. Können wir vergessen, wir werden da mal noch ein paar Kerzen nehmen, die kann man hier und da auch brauchen. Ja. Ja, okay, machen das so. Noch einer untätig. Noch eine Bäckerei, ist ja unglaublich so. Da ist die nächste in Jedu. Also, einer baut schon die hier. Alle 6 Runden. Und bei Reis haben wir genug, da könnten wir hier auch bauen. Und Nahrung ist auch kein Problem. Und Salz haben wir auch bis zum Abwinken. Naja, dann kannst du die Dinger auch bauen. Klar, why not? Alle 6 Runden. Das heißt, dann habe ich quasi alle 3 Runden 1. Das reicht für 3 Städte. Schön. Ha! Ja, viel besser, als ich dachte. Okay. So, dann wollen wir das mal hier wieder beobachten. Nee, wir sind ja hier noch nicht. Also, Tamar hat anscheinend den einen und ist ja gleich kaputt hier. Und ich bin in meiner Stadt mit 11. Ich fürchte, oder wenn ich den hätte, sind 2. Naja, ich warte mal hier, mal gucken, was die machen. Tamark, das andere Zone hier, das ist aber. Also, du gehst mal hier hin. Hier ist mein Siedler. Und mit dem würde ich dann mal hier rüberlaufen, ja. Und du wartest mal die Dinge hier ab. Gucken, was der Feind da macht. Der bleibt da drin rumstehen, na toll. Kolos wurde gebaut von Georgien, genau, der große Leuchtturm auch. Ich krieg ein Geschenk von Elisabeth, das ist aber nett. 6 Kerzen, wie schön. Was guckst du denn so? Alles gut, Elisabeth. Wunderbar, Wachturm, wo habe ich den gebaut? In Cornachta. Okay, den könnte ich theoretisch gleich upgraden. Was hast du denn hier noch? Hofgaberei. Das müsste doch hier Festung oder so. Drogerie steht schon auf Upgrade. Passt. Hof, Hof. Das ist der Wachturm. Bin ich denn blind? Natürlich bin ich das. Da ist der Wachturm. Ach, es fehlt Beton. Na, okay, gut, denn. Dann warten wir die Dinge da ab. Keramiktöpfe. Aber es ist schon nicht schlecht, was man da so in den Ruinen findet. Und die sind weg. Die haben wir kaputt gekriegt. Das ist sehr schön. Na gut, so. Das ist mein einer. Dann gehst du mal hier hin. Du gehst hier hin. Und dann können wir uns überlegen, wo wir gründen, ne? Also, das wäre seine Zone hier. Was habe ich denn sonst noch so? Das ist alles mein Moloch. Hier kann man nicht gründen. Und das ist alles von Glashu. Das heißt, ich könnte im Grunde hier. Oh, das ist, da ist Gerste. Nee, dann gründe ich schon hier und mache das zu meinem. Das ist als Nahrungsgrund. Das ist ja wirklich jämmerlich hier mit der 2.
ist natürlich echt nicht toll. Nahrungsseitig wäre das hier eigentlich die beste Zone. Dann hole ich mir die Gerste hier direkt mitten vor. Die Stadt ist wahrscheinlich sowieso nicht so riesig. Aber ich sollte schon bedenken, das ist dann eine meiner neuen Frontstädte, ne? Das ist schon so 1, 2, 3, das ist auch eine Vierer. Das ist auch eine Vierer. 2, 3, naja, da oben ist schon Frankreich, das ist eh doof. Hier ist eine Fünfer. Naja, den könnte ich mir nehmen. Also mal angenommen, ich gründe hier. Macht sich nicht dabei Glaschu, aber ist halt so. Ist ja egal, dann kann ich mich in diese Richtung ausdehnen. Dann würde ich das hier zu meiner Nahrungszone machen, könnten wir hier noch, ja, das gefällt mir eigentlich sogar noch am besten, ja. Weil ein Fünfer ist nicht schlecht, dann kann ich da hier mal Wohnraum bauen. Ist besser als hier so eine Viererzone. Ja. Ist interessant, dass er dann ja mit einem Vierer angefangen hat. Aber vielleicht war das ja gar nicht die erste Stadt von den Kelten. Das ist auch ein Vierer. Aber mit den zwei als Nahrung ist eh doof. Nee, ich würde sagen, wir gründen hier und machen dann hier die Nahrungszone. Okay, also. Dann kannst du hier die Stadt gründen. Passt. Dann bin ich natürlich direkt bei Frankreich dran, aber was soll's. Wo ist es denn mal? So, der hat sich in diese Richtung verpieselt, der verfolgt Tamar. Ja, dann verfolgt die halt. Aber gekämpft haben sie irgendwie noch nicht. Tamar ist immer noch kaputt wie vorher und er irgendwie auch. Das ist schon alles strange. Na gut, pass auf, du wartest das hier unten mal ab. Und du bist dann eigentlich fertig. Du kannst ja mal entgegengehen. Da, ja, ja. Komm her. Ja. Beziehung geändert. Vertrauen zu unsympathisch. Der steht immer noch da rum. Aber solange er da rumsteht, ist mir das relativ groß. Was macht ein Xerxes eigentlich? Der ist bei 56% Schutzmüdigkeit. Boah. Aber ich nicht. Ich bin bei 0. Ich kämpfe ja nicht. Ich bin eine friedliche Seele. Aber ich werde den hier unten trotzdem angehen. Die zwei holen. Guck mal, was hier alles so kommt. Oder sogar Edelsteine. Ist ja nicht übel. So, dann kannst du als nächstes den holen. Und du holst den. Wir haben an Basel den nächsten Anspruch. Wie schön. Ja, ich bräuchte hier eigentlich auch noch ein Nahrungsgebiet. Aber wahrscheinlich werde ich... Na, das ist ein Vierer. Das wäre doch auch ein Nahrungsgebiet mit Vierer, ja? Gar nicht übel. Tienu. So, und du solltest inzwischen doch so weit sein, dass ich hier den Bauernhof kaufen kann. Wie schön. Stadtrang in DM ist erhöht. Na denn, kriegst du auch Gourmet. Oh, wir haben auch noch einen Experten wieder. Oh, ein Expertenwasserbrunnen macht 5 Gesundheit. Das bringt mir gerade hier nicht so viel. Keramikladen, ja, mehr Beton. Why not? Noch jemanden? Akademie 5 Stadtwissen und Meisterwerkerstellungsgeschwindigkeit. Uah, falsch geklickt. Das ist ja toll in der Akademie. Da sollte ich noch viel mehr Akademien bauen und da Experten reinsetzen. Gut, also, der hoppelt hier unten rum, scheint sich da festgebissen zu haben, na denn macht er. Die zwei haben ihren Buddelauftrag. Guck mal, da kommt hier auch Assyrien, die wollen sich hier auch was wegklauen von meinen erbeuteten Sachen. Naja, genau genommen habe ich es erbeutet, irgendwie schon, aber naja, auch nicht so ganz. Wir sind die erste Nation, die das Hochmittelalter erreicht hat. Wir sind im Hochmittelalter, das ist auch schon mal schön. Und wir sind auch die Ersten, das ist so wunderbar. Und wir haben wieder eine riesenlange Liste, aber das wird ja immer mehr. Wir brauchen 4 Stimmen, guckt euch das an. Das ist alles nicht wahr. Naja gut, also ich glaube, eins ist unstrittig. Ich werde auf jeden Fall die schweren Flüge nehmen. Das ist mir doch sehr wichtig. Und Architektur ist auch wichtig wegen den Wohnhäusern. Und alles andere kann man sich dann, glaube ich, auch mal noch überlegen. Da sind noch viele andere tolle Dinge.
Aber ich würde sagen, Architektur und schwere Flüge sind auf jeden Fall mal gesetzt. Hufeisen, hast du da irgendwelche Lanzenreiter? Was ist das so? Zeig mal bitte. 35. Meine Ritter haben 29. Das ist auch schon mal wieder etwas besser. Interessant. Interessant. Eisen. Was wird da mache ich ja gerade? Helfen und schreien ein bisschen da, aber naja. Sondern gewinnen. Ach, da ist der Schneider. Schneider wäre gut. Das wäre auch die Verbesserung. Gute Kleidung. Oh ja. Kurzwaren ist wohl auch eine Weber. Das dürfte die Weber-Verbesserung sein. Ne? Ja, so ist es auch. Also das werde ich auf jeden Fall auch nehmen. Na, vielleicht von Metallurgie mit dem Stahl. Denke, das dürfte auch passieren. Die Frage ist, was mir das direkt bringt. Werke, Grammelsburg, zwei Metallbahnen, Hand für Werkstätten in dieser Stadt. Das ist auch wieder nur lokal für eine Stadt. Na gut, pass auf, wir machen das der Reihe nach. Wir machen erstmal die Sperren, wobei vielleicht doch erstmal die Architektur, denn können wir schon unsere Wohnungen upgraden. Wenn wir das gemacht haben, machen wir hinterher die Flüge, wodurch wir dann mehr Nahrung bekommen sollten. Und ja, so rumdrehen wir das. Wir fangen mal mit Architektur. Okay. So. Dann wollen wir mal gucken. Die Versammlungshalle. Ach so, das ist neu von unserer neuen Stadt. Ja, jetzt gibt es schon nur noch Festival. Ja, das war klar. Stoff. Ach so, jetzt kann man hier auch Kerzen. Mach ich mal Kerzen. Das ist wieder doof. Gewürze haben wir bis zum Abwinken. 1 von 8. 150, das ist eigentlich das Beste. Pökelfleisch haben wir viel zu wenig. Brot ist irgendwie auch nicht wirklich gigantisch viel. Wir haben plus 2,3, minus 1,4. Nee, solange wir nicht mehr Brot erstellen, kann ich das nicht nehmen. Pökelfleisch haben wir plus 0,6. Ja, wir haben nur einen Metzger. Und so viel ist das an der Stelle nicht. Dann könnte ich ja höchstens die 15 reinwerfen. Und eigentlich haben wir hier genug. Und wahrscheinlich mache ich das sogar. Ja, dann sind wir auf 1,5. Das ist in Ordnung. Die 15 Gold investiere ich hier mal so. Dann haben wir hier die gleiche Geschichte wie sonst auch. Wir nehmen erstmal hier die Wohnung. Und wenn wir uns dann vergrößern können, dann machen wir das hier und holen uns dann da die Nahrung. So, Anspruch erzeugt. Du darfst schon wieder. Das ist aber interessant. Was will man uns denn hier? Naja, wir sollten vielleicht wirklich weniger. Dann haben wir mehr Nahrung. Dann kommt das alles noch ein bisschen schneller in Fahrt. Und die restlichen Werte sind ja auch echt toll. Ich nicht irgendwo da ist Wild. Ah, da wäre ich natürlich irgendwie schon da scharf drauf auf das Wildbrett. Ach, na komm. Die drei Nahrung sind wahrscheinlich egal. Speicher 500. Nee, machen wir nicht so. Ne? Moment, ist da mir noch zu teuer. Das war die Versammlungshalle. Hier ist ein bewässerter Bauernhof. Wäre das irgendwie auch, dass der Bauernhof nach dem Upgrade nicht gleich wieder den Flug reinbekommt, den der Basisbauernhof vorher hatte, kann ich ehrlicherweise auch nicht ganz nachvollziehen. So, haben wir jetzt hier alle Einheiten vernichtet? Ja, das sieht ganz ordentlich aus. Ich glaube, wir sind alle losgeworden. Jetzt sind wir hier schon zu viert. Der Assyrer klaut uns hier auch immer alles noch weg. Na gut, du hier hin, du dahin. Und dann, tja, dann hast du hier nichts mehr zu tun. Das haben die Ritter allein hingekriegt. Na gut, pass auf, dann geh du hier runter. Oder warte mal, machen wir den hier. Da der Reihe nach. So, und du? Ja, hast du alles ordentlich gemacht. Pass auf, dann darfst du jetzt hier reingehen, dich da zur Ruhe setzen. Boah, guck dir das an. Papier und Kerzen. Es ist schon fortgeschritten. Definitiv, ja. Es ist nicht so das Gleiche, was man sonst aus den Ruinen rauskriegt. Aber das wäre ja auch übel. So, die Festung ist hier fertig in Waset. Wie schön. Wir sind auch hier. Oh, alles grün in Waset. So muss das sein. Es ist ja hervorragend. So, ich wollte Nahrung. Wir hatten doch hier
Genau, Chelo, du kriegst denn hier plus 3, das ist denn doch wenig. Wir machen direkt hier einen bewässerten Bauernhof. Ne? 15, 16, aber wir brauchen auch bald wieder noch eine Wohnung. Wobei, vielleicht könnte ich ja denn da gleich, oh, Kneipe ist bereit hier, vielleicht könnte ich denn ja da auch schon denn hier die, das neue Teil bauen. Glaschu, hier müsste irgendwo ein Gasthaus sein. Die ganzen, da ist das Gasthaus. Junge, und da machen wir die Kneipe. Sehr schön. Und das Gasthaus darf sogar nach dem Bergwerk, ja. Nationenrangliste verfügbar. Tja, wollen wir mal gucken. Inzwischen kenne ich alle, immerhin. So, wir haben einen ganzen Tausender Vorsprung inzwischen. Sieht doch sehr schön aus. Und Tech-Ära, hochmittelfrüh, naja. Der Zags ist noch antike. Ja, wenn er mit allen Krieg führt, ist er selber schuld. Größte Bevölkerung, ja, das ist auch nicht schlecht. Größte Stadt haben wir wahrscheinlich nicht. Wobei das Blödsinn ist, 34 hat meine Stadt nicht, aber das habe ich schon so oft gesehen. Weil hier 34, wollen wir mal gucken, wie groß Waset ist. Wir sind auf 165. Also wirklich, naja gut, okay. Das ist nicht wirklich erstaunlich, aber da stimmen halt auch so manche Sachen leider nicht. Das ist eben so. Die meiste Region, ja 58, ich durfte jetzt auch die meisten Städte, ich bin schon bei 7, ja. Militärische Stärke. Ich bin nicht mehr der Letzte. Aber guck mal, ich bin stärker als Xerxes. Der soll mal ankommen mit seinen antiken Einheiten. Da kriegt er einen auf die Rübe. So, Religionsanhänger. Naja, wobei, es sieht schon alles sehr gut aus. Ja. Gut, wenn ich hier auch meinen technologischen Vorsprung jetzt auch noch schaffe weiterzuhalten, dann haben die keine Chance, die anderen hier, würde ich denken. Und hier müssen wir mal auf, jetzt sehe ich gerade, hier unten ist auch noch, hier oben sind aber auch noch einige Sachen zu holen. Dann mach du mal hier hin. Und da unten darf wer anders. Ist auch egal. Ich hole mir den hier. Und hier ist ja dann fast alles weg. Nachdem der hier unten den geholt hat, darf er denn da auf allgemeine wieder auf Auto gehen. Na gut, soweit. Denn zunächst mal an dieser Stelle würde ich sagen, ja, wir haben den Aktwechsel, glaube ich, ganz gut überstanden. Sieht ordentlich aus. Und ja, jetzt haben wir es hier noch 175, ja, wie gesagt, so mal sehen. Vielleicht noch ein, zwei Folgen. Aber Hochmittelalter, Mittelalter wollte ich mir ja auch noch angucken. Haben wir auch geschafft. Na gut, schauen wir mal, was hier noch draus wird. Ob hier noch was draus wird. Ich glaube nicht. Aber wir werden es erleben dann in der nächsten Folge. Vielen Dank dann wieder fürs Zuschauen und ja, bis dahin.